Heute und morgen sind zwei ganz besondere Tage. Slowenien stellt sich in Baden-Württemberg und in Stuttgart vor. Und das macht mir eine große Freude. Und was sind die Gründe dafür? Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde Sloweniens und guter Musik. Es gibt mindestens fünf Gründe, warum ich mich auf den heutigen Abend besonders freue. Erstens, Slowenien ist wirklich ein tolles Land. Und das ist auch Baden-Württemberg. Es stimmt, und das ist auch klar Baden-Württemberg. Die Verbindungen zwischen den zwei Ländern wirken irgendwie natürlich. Deswegen erleben wir morgen die Eröffnung des ersten slowenischen Honorarkonsulats in Ihrem wunderschönen Bundesland. Ich bedanke mich besonders bei Ihnen, Herr Dr. Matthias Kadel aus der Anwaltskanzlei Gleis-Lutz, dass Sie bereit sind, unser Ehrenkonsul hier zu sein. Ich grüße Sie, Ihre Frau Anna-Maria und Ihre Töchter Teresa, Luisa, Sophia und Felicia ganz herzlich. Heute noch nicht, aber ich glaube, dass in der nächsten Zukunft auch die ganze Familie Karl so ein Konzert organisieren könnte, weil nicht nur Papa und Mama musikalisch sind und Instrumente spielen, sondern auch alle vier Töchter. Deswegen, Herr Dr. Karl, ich freue mich riesig. Wann fangen Sie an zu üben? Zweitens, uns Slowenen gibt es 2 Millionen. Davon leben in Baden-Württemberg nach offiziellen Angaben ungefähr 8000. Das heißt, wir sind keine Bedrohung für den deutschen Arbeitsmarkt. Es gilt aber für die Slowenen, dass sie sehr gut integriert sind, manchmal so gut integriert, dass wir die Botschaft sehr schwer finden. Einige in der Vergangenheit mussten, die anderen wollten hierher auswandern. Und was mir meine Landsleute erzählen, das Leben in ihrem Bundesland ist gut und schön. Wir Slowenen wurden im ehemaligen Jugoslawien für die jugoslawischen Schwaben beschimpft. Aber wir nahmen das als Kompliment an. Deswegen denke ich, dass irgendwie in unserer Mentalität irgendetwas doch Ähnliches oder Ähnlichkeiten geben muss. Die guten Beziehungen entstehen, weil die Menschen sie machen und fördern. Wir haben einige Slowenen, die hier in Baden-Württemberg dafür sorgen. Einer der erfolgreichsten ist Leiter von Exterior Design bei Mercedes-Benz, Herr Robert Leschnig. Ich grüße Sie und Ihre Frau Marion recht herzlich. Mit uns ist auch heute Vito Juraj. Vito, kannst du bitte aufstehen? Komponisten zurzeit auf der ganzen Welt. Seine Musik wurde schon in der neuen Elbphilharmonie in Hamburg aufgeführt. Zu 30 Jahre Kölner Philharmonie wurde auch seine Musik gespielt und Vito ist bisheriger Preisträger vom Claudio Abbado Komponistenpreis und lebt zurzeit mit seiner Maria hier in Stuttgart. Herzlich willkommen. Aus Baden-Württemberg. Hans-Peter Repnik, bekannter Politiker mit slowenischen Wurzeln, hat maßgeblich bei der Verselbstständigung Sloweniens in 1991 geholfen. Seitdem das Konzern Mahle die Firma Letrika in Slowenien gekauft hat, keine Sorgen, das läuft wunderbar, weiß man in der Welt der Mechatronik mehr und besser über unser Land Slowenien. Hier möchte ich besonders einen Herrn hervorheben, lieber Dr. Armin Messerer. Wir haben uns schon öfters getroffen im Namen der Republik Slowenien und in meinem Namen bedanke ich mich herzlichst für alles, was Sie für unser Land Slowenien und unsere Botschaft gemacht haben. Applaus.
von Baden-Württemberg noch aufbauen. Den ersten Schritt machen wir heute mit dem Konzert der Big Band der Akademie für Musik Ljubljana. Die Band wurde im Studienjahr 2011/12 gegründet. Zahlreiche Konzerte, Dreharbeiten und internationale Tourneen haben gefolgt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Professor Jakob Putzicha. Er ist Leiter der Jazzabteilung an der Musikakademie in Ljubljana, dass wir diese großartige Band heute hier begrüßen dürfen. Bevor wir aber mit der Musik anfangen, bedanke ich mich herzlich bei dem slowenischen Kulturzentrum in Berlin, bei dem Generalkonsulat und Konsul Sloweniens in München, Herrn Keček, da diese hervorragende Musiker nach Stuttgart gebracht haben. Und klar bei dem Konzern Mahle, dem Hauptsponsor unseres heutigen Konzerts. Und ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Heiko Ott, Vizepräsident, der hat mir erlaubt, das auf Englisch zu sagen, Finance and Accounting in Europe bei Mahle. Herr Ott. Unser Land Slowenien ist erst 26
Juni dieses Jahres, aber klar gibt es Slowenien schon länger. Und immer waren wir mit Europa verbunden. Und wir möchten gute Europäer sein. Und wenn wir heute erleben, wie viele Kräfte eigentlich gegen Europa, in Europa arbeiten, da kann ich Ihnen nur vergewissern, dass Slowenien, dass Sie auf Slowenien und auf die Slowenen zählen können. Ohne Europa sind wir verloren. Der Bruttoinlandsprodukt von Slowenien ist 39 Milliarden Euro. Das ist ungefähr der jährliche Umsatz der Firma Beiersdorf, der Nivea-Creme macht, unter anderem. Was können wir dann mit so einem Umsatz erstens nur in Slowenien tun? Nur international können wir überleben. Wir empfangen Flüchtlinge. Wir empfangen Flüchtlinge, die direkt zu uns kommen. Wir empfangen Flüchtlinge, die aus Griechenland, aus Italien versetzt werden. Es ist nicht einfach, aber wir sind stolz darauf, dass wir nie Nein zu dieser gemeinsamen Aufgabe in Europa gesagt haben. Deswegen freut mich sehr, dass wir jetzt in einem so pro-europäischen Bundesland wie Baden-Württemberg auch einen Honorarkonsulat haben werden. Irgendwie stört mich dieses Wort, weil Honorarkonsulat, darf ich das erzählen? Viele fragen mich, wie viel Honorar bekommt jetzt Herr Dr. Karl? Das bessere Wort wäre der Ehrenkonsul. Das heißt, das ist eine Ehrenarbeit. Er bekommt kein Honorar, aber trotzdem hat er mir versprochen, wird er viel für noch bessere Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und Slowenien arbeiten. Es tut gut, gute Musik zu hören, aber es tut noch besser, das mit den Freunden zu tun. Und das ist der fünfte Grund, warum heute wirklich ein besonderer Abend für mich ist. Und das ist das, dass Sie, die Freunde Sloweniens, mit uns diesen tollen Abend verbringen möchten. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend und lade Sie zusammen mit Herrn Ott und Male, dass wir jetzt der Musik von Big Band der Akademie für Musik Ljubljana zuhören, unter der Leitung von Matej Hotko. Und später, so wie Herr Ott schon gesagt hat, laden wir Sie zu einem Umtrunk. Alles Gute Slowenien, alles Gute Baden-Württemberg, alles Gute Europa.
Millionen. Ich kann Ihnen versichern, das war das
Schätzigste, was ich hier seit 20 Jahren in dieser ehrwürdigen weißen Halle, wo sonst immer staatstragende Preise verliehen, gehört habe. Ich werde Ihnen versprechen, dass ich versuche, zumindest einen Bruchteil dieses Schwungs und dieses Schmisses in unsere Zusammenarbeit weiterzutragen. Und Frau Botschafterin, Sie haben erwähnt, wir sind etwas musikalisch. Ich bin der Trompeter in der Familie, aber ich hätte mich ganz hinten irgendwo in die vierte Trompete versteckt, um das irgendwie mitmachen zu können. Ganz, ganz herzlichen Dank, also aus meiner Sicht an die Trompete natürlich. Große Klasse! Wir werden schauen, dass wir das auf der kulturellen Seite weiter vertiefen können. Das war ein hervorragender Start. Ganz herzlichen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben. Und von mir persönlich nochmal ganz herzlichen Dank für die große Ehre, der Honorarkonsul für die Republik Slowenien sein zu dürfen. Vielen Dank. Applaus